Wir sind mehrere Vereine hier am Ort in Heddesheim und alle Vereine hatten das Problem, Helfer zu finden, Ehrenamtliche zu finden. Und dann haben wir festgestellt, wir können einen Dachverein gründen, der kriegt auf Basis der rechtlichen Randbedingungen bestimmte Aufgaben übertragen. Und auf dieser Basis können wir uns jetzt einen professionellen Sportlehrer leisten, der diesen Verein führt und der neben der Verwaltungstechnik natürlich die Hauptaufgabe hat, Sportentwicklung zu betreiben und vor allen Dingen dem wachsenden Ansturm von Kindern gerecht zu werden. Zum Beispiel An- und Abmeldeverfahren, Mahnwesen, also Dinge, die die Ehrenamtlichen in den Vereinen nicht so gerne übernehmen. Dadurch wird schon mal per se eine Entlastung geschaffen. Zum anderen versuchen wir Fördermaßnahmen, Fördermittel auch hierüber zu beantragen, so ein bisschen die Bürokratie, die ja doch auch im Vereinswesen steckt, zu minimieren für die Ehrenamtlichen. Also ich speziell habe einen Job, ich habe 3 Kinder und liebe einfach Karate und deswegen habe ich mich natürlich auch angeboten, mich zu engagieren. Und das allein ist zeitlich schon genügend Aufwand und da bin ich ganz froh, wenn alles, was so drumherum organisatorisch noch zu machen ist, dann quasi von anderer Stelle abgenommen wird. Paradebeispiel ist hier sicher die Zusammenarbeit mit den Schulen und den Kindergärten, wo in den Kernzeiten eben auch Sportangebote über uns und letztendlich als Werbeplattform auch für die Vereine angeboten werden können und dadurch Vereine entlastet werden, weil sie keinen Übungsleiter direkt in die Schulen geben müssen, was sie wahrscheinlich auch nur schwer könnten zu den Zeiten. Die Idee war dann, die Finanzierung so zu gestalten, dass wir als Kommune unseren Beitrag leisten, indem wir für die Stunden natürlich bezahlen, dadurch die Übungsleiter auch bezahlt werden können und darüber hinaus sie aber auch zur Verfügung stehen für eigene Leistungen in den Vereinen. Die Vereine, die bei uns in der Dachgesellschaft zusammengefasst sind, sind als Verein Mitglied. Und alles, was wir machen, wenn es dazu führt, dass Mitglieder neu gewonnen werden, die werden dann Mitglied wieder in einem der Vereine. Die Interessengemeinschaft Sport Heddesheim, die IGSH, trägt maßgeblich dazu bei, dass das Vereinsleben vor Ort auch weitergeführt werden kann. Es entlastet die Ehrenamtlichen vor Ort und da profitieren wir in den Vereinen ganz maßgeblich von.